Hallo, hier ist wieder euer Risings LP zurück bei Let's Play Monster Hunter Tri. Ja, lang ist es her, dass ich mal wieder aufgenommen habe. Obwohl ich von einer kurzen Zeit aufgenommen hatte, eigentlich. Aber, die Aufnahme danach verworfen werden konnte, weil, weiß ich nicht mehr, weil irgendwie was alles kaputt gegangen ist. Jedenfalls werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen weitermachen. Ich glaube, letztes Mal haben wir mit Barot gemacht. So, dann hatte ich hier die vierte Queststufe angefangen. Das wäre dann hier 20 Buggy erjagen und okay, der Gebul. Ja. Dann würde ich sagen, also bei den Buggies habt ihr nicht wirklich viel verpasst. Es ging eigentlich nur um die Tundra, die da erschienen ist. Ja, ich werde die noch einblenden, dann bevor ich jetzt hier auf Quest gegangen bin. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den großen Buggy. Und ja, verletze den Großbuggy Kopf und betäube den Großbuggy. Ist da, ja, die Herausforderung noch. Würde ich aber sagen, haben wir denn einen guten Hammer? Du. Eisenhammer Plus, ah, super. Ah, warte mal. Ob ich den aufrüsten kann? Nein, nein. Verbessern. Ja, ich kann es zum Kriegshammer machen, yay. Und dafür brauchen wir eine Perlagizid-Erz, Machalit-Erz und Erdkristalle. Ich versuche es einfach mal mit dem Hammer hier. Werde ich mal zu Neko hier gehen. Lammfleisch, Jägercola. Was kriegt man denn alles so? Nur mich Heldentum kriege. Das wäre natürlich irgendwie genial. Gesundheit, Angriff, Kickboxer nur gekriegt. Heldentum auch, geil. Zerleger. Gut. So, dann würde ich mal sagen, geht's auf zur Großbuggy-Jagd. Ich muss da gucken, ob wir den Kobolds gemacht haben oder nicht. Ich glaube aber schon. Wenn nicht, muss ich den nochmal machen. Yay! Ich lebe Kobold. Nicht. Ja, ich hoffe, jetzt habe ich hier das Intro gezeigt. Wenn nicht, weiß ich auch nicht, dann tut es mir leid. Ich werde auch mal jetzt übrigens bald mal mit Ambrosch spielen. Habe ja versprochen, dass ich mal jede Waffenart zeige. Nur für die am Anfang ist es halt besser, wenn man jetzt hier Hammer und Großschwert benutzt. So. Eisgetränke sind hier nötig. Sonst verliert man übrigens schneller die Ausdauer. Das ist beim Hammer gar nicht gut. Das sind übrigens diese kleinen Buggies da. Die können Schlafmittel versprühen. Was ziemlich nervig sein kann. Aber jetzt erstmal hier das Intro. Ein kleines Peep. Wie gesagt, besagtes Schlafmittel. Legt auch ein kleines Mammut lahm. Grinsebacke. Ja, auf geht's. Die anderen Peeps, die stört das gar nicht, also. Ich glaube, den großen Juggy haben wir auch mit Hammer damals gemacht, wa? In den Kopf treffen. Aua. Mann! Ja, und der Großbuggy ist ein bisschen besser gepanzert als der Großjuggy. Ja,
Immer schön auf den Kopf. Tatsch hat auch noch den schönen Flammenangriff hier. Spiel doch keine Spielchen mit mir, du Drecksack. Was übrigens gegen Schlaf hilft, ist entweder geschlagen werden hier oder Impfstoff oder Dinge zu benutzen. Energy Drinks. Komm, ich muss die Kopfteile verletzen, ja. Dieser wütend. Sieht man an dem Atem. Yes! Ja, und das ist, wie gesagt, der Energy Drink hier. So, komm, ich gleich mit der Blitzbombe treffe. Hoppala, Hilfe! Na dann komm, Kollege. So. Oh, das war knapp. Nein! Da war ich ganz kurz am Taumeln. Man ist übrigens erst am Taumeln, wenn man getroffen wird von dem Schlafmittel. Dann kann man noch gerettet werden von Chacha. Oder man läuft ganz, ganz schnell in ein anderes Gebiet, aber das, naja, reicht meistens schon gar nicht mehr. Das Miese an den Viechern ist, die sind gar nicht so schlecht programmiert worden hier. Und zwar machen die dann ihren heftigsten Angriff, was sie haben, auf dich, wenn du schläfst. Und das ist gar nicht lustig, also. Bei dem Buggy ist jetzt zum Beispiel hier so eine RAM-Attacke. Wie auch der Großschlag, die sie hat. Mal gucken, ob ich Heldentum aktivieren kann. Diese blöden Buggys, ne? Genauso nervig wie die Juggy, nur sogar noch ein Stück nerviger. Weil sie halt dieses Schlafmittel versprühen können. Spucken. So, jetzt müsste ich eigentlich Heldentum haben. Heißt, ich habe sehr, sehr stark erhöhten Angriff. Na komm. Yes, damit wäre der Kopf auch kaputt. Nein! Ja, das ist das Risiko bei Heldentum. Naja, egal. Zweimal dürfen wir ja krepieren. Bäh. So. Heißgetränk kann ich übrigens ab hier nehmen. Dann brauche ich nur noch ein, zwei Schritte machen. Dann bin ich schon da. Ich werde doch mal eben alles nachwetzen. Du. Los, Buggy, ich komme. Die scheiß Buggy ist wieder da, yay. Chacha, das ist noch nicht da wieder. Alter. So, und der Buggy ist scheint, der ist hungrig. Und nochmal kauen. Yay, abfallen. Ich liebe abfallen. Das ist so bescheuert. Wie kann man mit einem Hammer eigentlich abfallen? Das ist auch so bescheuert. Genau, spuckt den anderen Pöbel voll, richtig. Und der humpelt schon. So schnell geht's. Viel hält er halt auch nicht aus. Hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Juggy.
weiß nicht, ob er jetzt nach 3 oder nach 2 geflüchtet ist. Er ist nach 2 geflüchtet, yay. Dumdido. Kollege, wo bist du? Da. Erstmal abrollen. Ja. Und das ist übrigens das Schlafzeichen. Chacha pennt nämlich jetzt gleich ein. Deck mir mal auf. Morgen, bam! Jetzt habe ich einen Buggy-Kau geschlagen. Nein! So, jetzt bin ich am Torkeln, schnell einen Energy Drink reinpfeifen, Red Bull und dann ist gut. Nur abhalten, ja. So, der wird jetzt nur 7 flüchten. Ich muss mal eben kurz ein bisschen die Lautstärke bei mir runter machen. Ist ganz ausgemacht, scheiße. So. Ja, so ist es. So geht's. Ich werde übrigens auch die Buggy-Rüstung machen. Weil die ähnlich der Jockey-Rüstung sehr leicht zu machen ist. Bisschen Erz und Buggy Sachen halt. Ach du Scheiße. Und ja, eigentlich auch recht gut ist. Nun komm. Bam! So, damit hätten wir den Buggy, den großen Buggy erjagt. Ich versuche jetzt auch irgendwo zu Ärzte zu kriegen. Ärzte? Wir sind keine Ärzte, leck dich doch. Okay, ich werde mal weiter müssen. In die düstere Höhle hier. Komm schon, irgendwo muss da Erz sein, willst du mich doch hart trollen hier oder was? Spaggy, da ist Erz. Mist. Wir kriegen nicht viel. Auch nicht wirklich was Nützliches. Anführerkampf ist wichtig. Huch. Ein super Talisman. Was kriegen wir? Angeln plus 2. Super. Natürlich ein neuer Rekord, weil es nämlich der erste Buggy war. Guten Morgen. Oh, da schon wieder was von uns. Komm her, komm ein bisschen näher, damit ich dich ansehen kann. Ah ja, ja, du bist bereit. Es geht um Folgendes. Der Lagiakrus wurde wieder in Mogas Gewässer gesichtet. Du weißt, was das bedeutet. Aber keine Sorge, ich weiß, dass du für diese Aufgabe bereit bist. Ja, ich wette, dass du härter bist als er. Hör mir gut zu, der Lagiakrus hat besondere Organe am Rücken, mit denen er Elektrizität leiten kann. Auf sie musst du achten. Je mehr Strom die Bestie erzeugt, desto heller schimmern diese Organe. Es soll ein wunderbarer Anblick sein. Das Leuchten wird so hell, dass Seeleute es schon für Blitze gehalten haben. Das Problem ist nur, dass die meisten dieser Seeleute jetzt tot sind, weil sie sich nicht schnell genug davon gemacht haben. Wenn diese Organe erst einmal aufgeladen sind, setzt Lagiakrus die Elektrizität in einem tödlichen Angriff frei. Ja, je schöner der Anblick, desto mehr musst du aufpassen. Fast wie bei meiner ersten Freundin irgendwie. Also beweg dich vorsichtig in der Nähe dieser Organe. Pass auf!
Ja, habe geschrien, damit du es ja nicht vergisst. Wenn es einen Weg gäbe, das Aufladen zu verhindern, hättest du vielleicht eine Chance beim Kampf. Oh, sage ich, vielleicht eine Chance. Ich meine, eine noch bessere Chance. Alles wird gut. Die Gilde hat eingewilligt, diese Quest offiziell zu machen. Geh beim Questschalter vorbei, wenn du bereit bist. Ja, noch bin ich aber nicht bereit. Ich will erst die Wackelrüstung machen. So, hi! Und ich ist gefangen und so auch wieder. Kann ich die jetzt nochmal entsenden? Oh Mist. Moment. Ich lasse eben Rohstoff erzeugen. Den Rest lasse ich mal. Jetzt kann ich das sicher wieder. Ja. So. Schlafangriff gelernt, ja. Ist doch klar. So, können wir denn schon. Huch. Arad Buggy. Ja, da brauchst du einen Schlafbeutel für. Nein. Anführerkamm. Samthaut. Ah, den Buggy Hüftring kann man schon mal machen. Ach ja, und die Buggy-Rüstung sieht übrigens genauso aus wie die Juggy-Rüstung, nur in blau. Oh, hier kann ich das auch gar nicht machen. Ausrüstung verwalten, Auswechseln. Natürlich kommt das dann nicht direkt auf unsere Seite hier. Ja, bla bla. Auch das ist der Chef woanders. Mehr Drachenprüfung wäre ein Lagiakus-Up. Ja, das werden aber später erst machen. Ja, ich würde sagen, ich farm die Rüstung zusammen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rising Soul IP.